Hallo zusammen. Die Zahlen von 1 bis 9 sollen so in die neuen Kästchen geschrieben werden. Die neuen Kästchen, die könnt ihr hier sehen, dass die Pfeile immer von einer kleineren zu einer größeren Zahl zeigen. Also wenn wir beispielsweise einmal dieses Feld nehmen, in diesem Feld steht die 7 und der Pfeil zeigt jetzt hier nach oben. Das bedeutet also, dass hier eine größere Zahl stehen muss. Die 5 und die 7 sind schon eingetragen. Welche Zahl gehört in das Kästchen mit dem Fragezeichen? Ist es die 2, die 3, die 4, die 6 oder die 8? Zunächst einmal sollten wir nach Feldern suchen, wo wir eine Zahl eintragen können, wo wir uns ganz, ganz sicher sein können. Habt ihr so ein Feld gefunden? Wir haben hier die 7, werden einmal größer. Und dann werden wir noch einmal größer. Und 9 ist die größte Zahl, die wir eintragen können. Was können wir daraus schlussfolgern? Wir können schlussfolgern, dass in der linken oberen Ecke auf jeden Fall ganz, ganz sicher die 8 stehen muss und rechts daneben ganz, ganz sicher die 9. Und wenn wir uns nun einmal das Schema weiter anschauen, dann finden wir noch so ein verräterisches Feld. Also noch ein Feld, wo wir uns ebenfalls ganz sicher sein können, welche Zahl dort einzutragen ist. Habt ihr es gefunden? Und zwar ist es dieses Feld. Wenn wir nach oben gehen, werden wir größer. Wenn wir nach links gehen, werden wir größer. Wenn wir nach unten gehen, werden wir größer. Das heißt, wir werden in allen Richtungen größer. Und das bedeutet, dass in diesem Feld auf jeden Fall die 1 stehen muss. Und nun, meine Lieben, nun wird es richtig spannend. Wir werden also nach oben größer, das heißt, ihr könnt jetzt beispielsweise dann die 2 stehen. Wir werden nach links größer, das heißt, hier könnte auch die 2 stehen. Und wir werden nach unten größer, hier könnte also auch die 2 stehen. Was können wir tun? Nehmen wir einmal an, dass wir hier die 2 eintragen würden. Also hier kommt jetzt einmal die 2 herein. Dann sehen wir schon einmal, dass es hier keinen Widerspruch gibt. Wir werden nach oben größer und wir werden auch nach links größer. Wenn hier die 2 steht, wir werden nach unten größer, dann könnte hier jetzt beispielsweise die 3 stehen. Probieren wir das einmal aus. Also tragen hier einmal die 3 ein. Aber merkt ihr was? Jetzt haben wir einen Widerspruch. Wir müssen nämlich von dieser Zahl aus größer werden. Wir haben aber nur noch die Zahlen 4 und 6. Und wenn wir jetzt hier beispielsweise die 4 eintragen würden oder auch die 6 eintragen würden, dann werden wir nicht größer. Also die 3 ist hier auf jeden Fall falsch. Tragen wir die 3 einmal in das rechte untere Feld ein. Dann kann jetzt hier nur noch die Zahl 4 stehen, weil wir ja nach links größer werden und hier ja schon die 5 steht. Insofern kann hier die 6 nicht stehen. Und damit bleibt die 6 nur noch für das Fragezeichen übrig. Ich möchte euch gern mal noch verraten, dass es für dieses Schema auch noch eine zweite Lösung gibt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr eure Ideen zur zweiten Lösung in die Kommentare schreiben würdet. Aber bei der zweiten Lösung ist es ebenfalls so, dass in der rechten oberen Ecke, also bei dem Fragezeichen, die 6 stehen muss. Insofern können wir sagen, dass die Antwortmöglichkeit D die richtige ist.